Na, die wäre jetzt nicht zutreffend hier. Das ist eine reine Wannseekarte. Aber das ist bei uns im Bereich auf keinen Fall so. Okay. Hier sitzt ihr nach Führerscheinpflicht. Sie dürfen in bestimmten Gebieten führerscheinfrei fahren. In welchen? In welchen bestimmten genau. Gebieten? Ab der Glienicker Brücke. Falsch. Können wir gleich aufhören? Seit 1984 ist Jörg Schuchert bei der Wasserschutzpolizei. Gemeinsam mit seinen Kollegen ist er Hauptkommissar am Standort West für 70 Kilometer schiffbare Wasserstraßen zuständig. Von der unteren Havel bis zum Tegeler See. Aber gerade wenn er so oft draußen sei, ist doch. Ja, sollte man ihn TV Berlin begleitete Jörg Schuchert einen Tag bei seiner Arbeit als Beamter der Berliner Wasserschutzpolizei. Jetzt im Dossier 24. Ja, wir fangen morgens um 6.30 Uhr beim Tagesdienst an und im Nachtdienst um 18.30 Uhr. Wir machen 12,5 Stunden jede Schicht. Und der Tag fängt damit an, ja, umziehen. Man spricht mit dem Wachhabenden kurz ab, was gewesen ist in der letzten Nacht, am letzten Tag, in der letzten Zeit. Und dann nimmt man seine Einsatzmittel, packt sein Köfferchen und begibt sich an Bord und fährt in den Streifenbereich. Das ist eine Sig Sauer und das ist eine 9mm Schusswaffe. Die haben wir jeden Tag mit. Das ist also unsere Waffe im normalen Streifendienst, im täglichen Streifendienst. Wir haben zwei Magazine A8 Schuss dazu und die mache ich jetzt halt streifenfertig in dieser Ladeecke. Wir hatten zu der Zeit, wo ich mich zur Wasserschutzpolizei beworben habe, hatten wir in Berlin die Hausbesetzer-Szene und mit den daraus sich erschließenden Krawallen. Und das waren sehr unangenehme Dienste über viele Wochen. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr. Das war, ich habe mir gesagt, ich tue hier niemandem was, aber alle wollen mir was tun, so nach dem Motto. Und das war irgendwie nicht mehr mein Metier. Und da gab es eine Möglichkeit, zur Wasserschutzpolizei zu kommen. Zu der Zeit lief eine Ausschreibung. Und, obwohl es seinerzeit hieß, man kommt da nur mit Beziehungen hin, man muss jemanden da kennen, man muss vorbelastet sein durch Führerschein oder sowas, habe ich mich halt trotzdem beworben und ja, wie man sieht, hat es auch geklappt. Ich hatte aber überhaupt keine Beziehung zum Wasser und kannte auch niemanden dort. Ja, das ist unser sogenannter Einsatzkoffer. Der wird im täglichen Dienst mitgeführt auf Streife. Da ist zum Beispiel ein Alkoholtestgerät mit drin, wenn wir also Trunkenheitsdelikte haben auf den Wasserstraßen, kann man das hier vor Ort schon mal den ersten Angriff machen, überprüfen, ob derjenige wirklich Alkohol getrunken hat. Dann sehen wir schon mal einen Richtwert, wie die Entscheidungen ja weitergehen. Dann haben wir halt Sprechfunkgeräte, das sind Handsprechgeräte, die kann man sich hier anklipsen. Dadurch hat man die Hände frei beim Einschreiten, immer sehr praktisch. Und das sind halt unsere digitalen Funkgeräte, der neueste Stand, den wir jetzt haben. Und ja, das sind so unsere täglichen Einsatzmittel. Und mit denen haben wir halt Kontakt zur Funkbetriebszentrale von Gesamt-Berlin oder eben zu unserem Schichtführer. Na, perfektes Manöver. Lernt es ja lernen. Ich bin auch ein Oldtimer, genau wie der Kahn hier. Warte mal, gebe euch eine Leine rüber, oder? Doch bevor es raus auf das Wasser geht, legt ein Boot an. Ein Bürger hatte sich angemeldet, um seinen 30 PS Außenborder von der Polizei mit einer Nummer versehen zu lassen. Als Kennzeichnung im Falle eines Diebstahls. So. Und die Papiere vom Boot? Ja, wir helfen weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne, kommt nicht, aber auch Spandau, Trieswerder kommt nicht. Ach so, okay. Naja, ist auch immer Schleuse, wa? Schleuse, dreiviertel Stunde. So, ich bin mal so frei.
Was mich besonders fasziniert, ist das polizeiliche Gegenüber. Das macht einfach mehr Spaß, auf dem Wasser zu arbeiten als Polizist, als auf der Straße. Ich hab viele Freunde und Bekannte, die auf der Straße Funkfang fahren. Und von daher weiß ich, dass das da anders zur Sache geht und dass das ein anderes Miteinander ist als auf dem Wasser. Hier ist einfach ein relaxteres Arbeiten, alles ein bisschen entspannter, ein bisschen langsamer. Und das fasziniert mich eigentlich am meisten, das macht mir am meisten Spaß. Also mein Vorschlag wäre jetzt, das wird aber wirklich wieder eine hervorragende Fummelei, das hier in die Seite des Blockes einzugravieren. Herr Nadler, ja. Ich bin mal so frei, ich nehme mal da den Lappen weg, ja? Ja, da weil das ist mir so heiß an der Hand. Ja, das glaube ich, da sind hier noch. Hier einfach so ein Stück. Bälle. Ja, einer reicht. Den leg mir bloß mal an den Handballen und ja. Das gute Stück. Ja. Ja, so ist besser. Wir machen eigentlich dieselbe Arbeit wie auf der Straße auch. Wir fahren Funkwagen, aber eben auf dem Wasser mit dem Boot. Wir haben dieselben Aufgabenbereiche, wir haben Prävention, wir haben gefahrenabwehrende Maßnahmen, wir haben strafprozessuelle Maßnahmen, wir haben Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen. Das große Spektrum Umweltrecht mit Fischereidelikten ist da integriert, wir haben Tankschifffahrt. Also das ist ein riesen Spektrum, was wir abdecken. Sehr gut. Nummer ist drauf, Motor ist zu. Ja. Dann wünsche ich dir gute Heimfahrt. Danke. Bis zum nächsten Mal. So können wir uns öfter treffen. Dann heißt es auch für Jörg Schuchert und seine Kollegen Thomas Patalas und Daniel Müller, Leinen los. Der Name des Polizeibootes ist Programm. Das Ziel der WSP 10 Wannsee ist der große Wannsee im Süden Berlins. Also grundsätzlich fahren wir 12 Monate. Wenn das Wetter hergibt und die Wässer sind frei, dann befahren wir auch alle Bereiche mit dem Boot, solange es geht. Wenn wir im Winter jetzt Eisgang haben und der ist zu stark, der Eisgang, wir legen uns da auch nicht fest, ab einer bestimmten Millimeterzahl, das sieht man dann einfach, weil dann die Fahrzeuge gefährdet werden, dass sie Schaden nehmen, dann stellen wir den Bootsdienst ein und dann verlagern wir unsere Tätigkeit auf die Straße. Wir befahren die Uferbereiche. Das nennt sich Eiswarn- und Rettungsdienst und kontrollieren Rettungseinrichtungen, die an Land angebracht sind zur Eisrettung. Wir sprechen viel mit den Leuten, die unterwegs sind im Winter, die gerne mal aufs Eis möchten. Wir klären auf über Gefahren, die entstehen bei Gewässern, die zugefroren sind. Wir kümmern uns aber auch um die Berufsschifffahrt, die ja meistens durchläuft. Also wenn wir nicht so einen Eisgang haben, das komplett zu ist, dann sind die auch bis zur letzten Minute, wo es geht, unterwegs, weil die leben ja davon. Und ja, die betreuen wir dann auch. Während seiner Dienstzeit hat Jörg Schuchert schon einige Dinge erlebt. Nicht alle waren so banal wie eine herumtreibende Luftmatratze. Ja, das ist mal eine Tätigkeit, die ist nicht ganz so aufwendig, ja. Aber muss halt auch gemacht werden.
da war ich noch sehr jung hier bei der Wasserschutzpolizei. Das waren so einer meiner ersten größeren Schiffsunfälle. Der Vater ist mit seinem Sohn auf dem Motorboot unterwegs gewesen und wollte dem Junior nur mal zeigen, wie schnell das Boot fährt, und hat dabei aber ganz wilde Kurven gefahren. Und irgendwann hat sie den Jungen einfach verrissen und der ist über Bord gegangen. Und der Vater war so im Geschwindigkeitsrausch, sag ich mal, dass der den wirklich einfach glatt überfahren hat. Und dann haben wir durch Zufall, sind dann andere Wassersportler gekommen, die haben den dann festgehalten. Und als wir dann dazugekommen sind, wir haben den dann aus dem Wasser gezogen, haben wir halt gesehen, dass praktisch ein Bein bis zur Hälfte fast abgetrennt war. Also eine tierische Fleischwunde, war fast amputiert, das Bein. Und das sind halt so Momente, der Vater ist völlig zusammengebrochen, der konnte ja nichts mehr. Und das Kind war dann auch ohnmächtig, das musste dann halt abtransportiert werden. Also das sind so Einsätze, die sich einfach bei mir eingebrannt haben. Ist allerdings schon jetzt ein Vierteljahrhundert her. Aber es ist halt drin. Das ist auf der Festplatte und das weckt auch nicht mehr los, diese Bilder. Und eine andere Geschichte ist halt gewesen, ich selber war nicht vor Ort, ich weiß aber, die Kollegen von der Wache, die haben alle doch ganz gut damit zu tun gehabt. Das war ein Kollege gewesen von einem Abschnitt, der hat sich das Leben genommen am Ufer und der hat seine Dienstwaffe sich an den Kopf gehalten und die Kollegen sind als Erster am Ort eingetroffen. Und da war eine Rettungssanitäterin bei und die hat dann wirklich, also ich sag's mal salopp, mit den Händen bis zum Ellbogen im Blut gestanden, um versuchen zu retten, was zu retten ist. Letztendlich war nichts mehr zu retten. Aber die Kollegen sind reingekommen und die sahen aus wie nach einer Schlachtung. Also die waren alle von oben bis unten mit Blut besudelt. Und das sind halt Eindrücke, die sich einbrennen. Zum Glück hat man sowas nicht jeden Tag, aber das sind halt so Einsätze, die es gibt. Die bringt der Job halt auch mit. Gehen Sie auf oder? Erfahren Sie in wenigen Minuten mehr über Jörg Schuchert, die Arbeit bei der Wasserschutzpolizei und warum für diese Familie die lang ersehnte Urlaubsfahrt eine völlig unerwartete Wendung nimmt. Das wird jetzt eine Anzeige werden, sowohl gegen den Bootsführer als auch gegen den Vermieter oder Verscharterer. Gleich im zweiten Teil von Dossier 24.